In der Sachkundeprüfung werden immer wieder Unterscheidungen zwischen verschiedenen Paragraphen abgefragt. Welche die wichtigsten 9 sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Wie schon in der Einführung gesagt, ganz entscheidend in der Sachkundeprüfung ist immer wieder, dass verschiedene Paragraphen miteinander kombiniert werden bzw. vom Prüfling erwartet wird, dass er die auseinanderhalten kann und die Unterschiede erkennt. Wir haben einmal die 9 wichtigsten zusammengestellt und die kommen jetzt. Fangen wir gleich mit einer der wichtigsten Unterscheidungen an, nämlich zwischen öffentlichem Recht und privatem Recht. Nicht nur, dass im ersten Teil der Prüfung Recht öffentliche Sicherheit danach immer wieder gefragt wird, was dürfen zum Beispiel Polizei, Beamte, die ja hoheitliche Rechte haben, also Durchsuchen, Beschlagnahmen, erkennungsdienstlich behandeln, Platzverweise erteilen, Bußgelder erheben und so weiter. Und was dürfen private Sicherheitsmitarbeiter, die ja nur in Anführungszeichen die Jedermannsrechte haben, also wie Notwehr, Folgefestnahme und so weiter. Also diese Unterscheidung ist sehr wichtig und noch ein Tipp für die Prüfung. Es kommt ja im weiteren Verlauf das Thema BGB, 12 Fragen, 24 Punkte und das Thema Strafrecht, auch 12 Fragen, auch 24 Punkte. Und das Strafrecht ist ja dem öffentlichen Recht zuzuordnen, wenn das Privatrecht BGB auf der rechten Seite hier ist. So, und der Tipp jetzt für die Prüfung, wenn Fragen zum Strafrecht kommen im strafrechtlichen Teil der Prüfung, da wird die Antwort im Zweifel auch wieder eine strafrechtliche sein. Ja, also wenn zum Beispiel eine Frage käme, was sind die Folgen einer Straftat? Und dann gibt es als Lösungsmöglichkeiten zum Beispiel eine Verurteilung zu einer Geldstrafe, Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe. Das sind die richtigen Lösungen. Würde jetzt als Antwortmöglichkeit dastehen, Schadenersatzpflicht, dann ist es roter Bereich, weil Schadenersatz ist ja Zivilrecht, Bürger und eben nicht Strafrecht, Staat, Bürger. Ja? Also erste Unterscheidung, öffentliches Recht, privates Recht muss sitzen. Zweite sehr wichtige Unterscheidung, die gerne in der Prüfung drankommt, sind die Paragraphen 223 und folgende im Strafgesetzbuch. 223 die Körperverletzung, 224 die gefährliche Körperverletzung, 226 die schwere Körperverletzung und 229 die fahrlässige Körperverletzung. Die werden, wie gesagt, gerne abgeprüft bzw. die Unterschiede und deswegen sollten die auch bekannt sein. 223, normale, in Anführungszeichen, Körperverletzung, Gesundheitsbeschädigung, körperliche Misshandlung, vorsätzlich, Antragsdelikt. Und davon unterscheiden wir gleich direkt den 229, die fahrlässige Körperverletzung, auch Gesundheitsbeschädigung oder körperliche Misshandlung, auch ein Antragsdelikt, einziger Unterschied zum 223, hier haben wir das Ganze fahrlässig. Ja, also 223 mit Vorsatz, 229 fahrlässige Körperverletzung. Dann haben wir noch den 224, gefährliche Körperverletzung, 226, schwere Körperverletzung. Und auch das wird gerne durcheinander gebracht. Auch hier ein kleiner Tipp, kleine Eselsbrücke. Immer, wenn man überlegt, was war jetzt welcher, fangen wir mit dem 226, schwere Körperverletzung an. Der heißt deswegen schwere Körperverletzung, weil das Opfer hinterher schwer verletzt ist. Also blind, taub, gelähmt, entstellt zum Beispiel. Es hat einen bleibenden Schaden des Opfers, schwere Körperverletzung. Das heißt, die Folge ist entscheidend, Opfer blind, taub etc. Wie der Täter das geschafft hat, ob er das mit bloßen Händen macht oder mit Waffen oder wie auch immer, das ist völlig egal. Entscheidend ist die Folge, schwere Körperverletzung. Und davon unterscheiden die gefährliche Körperverletzung. Hier kommt es auf das Wie an, wie der Täter das macht. Mit Waffen, gemeinschaftlich, Gift und so weiter. Ich will jetzt ja gar nicht in die Details gehen, es geht ja um den Überblick. Und hier ist entscheidend das Wie der Täter das macht, nicht die Folge. Also Beispiel, der Täter verwendet ein Messer, greift mich an und ritzt mich am Arm ganz leicht. Ich verliere 2 Tropfen Blut. Dann ist es trotzdem eine gefährliche Körperverletzung, weil der Täter ein Messer, eine Waffe verwendet hat. Die Begehungsart, das Wie ist das Entscheidende. Täter wird deswegen härter bestraft als bei der in Anführungszeichen normalen Körperverletzung. Also, Punkt 2, unterscheide in der Prüfung
die vier Arten von Körperverletzung. Auch unsere dritte Unterscheidung ist ein absoluter Klassiker in der Prüfung, die Unterscheidung Verbrechen, Vergehen. Das wird sehr gerne durcheinander gebracht, weil die Leute ein Wort nicht im Kopf haben bei dieser Unterscheidung. Dieses eine Wort ist das entscheidende Wort. Und das Wort lautet, und dieses Wort lautet Mindeststrafe. Nur mit diesem Wort kann ich beide Begriffe unterscheiden. Entscheidend ist die Mindeststrafe. Bei einem Vergehen ist die Mindeststrafe unter ein Jahr Freiheitsstrafe. Also Vergehen, die Mindeststrafe ist unter einem Jahr. Das heißt, es entscheidet nicht die Höchststrafe, die kann über ein Jahr sein, das ist für die Unterscheidung völlig uninteressant. Entscheidend ist die Mindeststrafe. So, und beim Verbrechen ist die Mindeststrafe größer oder gleich einem Jahr Freiheitsstrafe. Heißt, ein Verbrechen erkenne ich daran, dass ich mindestens, Mindeststrafe, ein Jahr Gefängnis bekomme. Haben wir zum Beispiel in der Prüfung hier die schwere Körperverletzung, ist ein Verbrechen, weil die Mindeststrafe ein Jahr Gefängnis ist. Ihr kennt auch die anderen Klassiker, Mord, Raub, Totschlag, Brandstiftung, Meineid, das sind alles Verbrechen, weil ich dafür mindestens ein Jahr Gefängnis bekomme. Alle Straftaten, bei denen ich nicht mindestens ein Jahr Gefängnis bekomme, sind dagegen Vergehen. Damit sind wir bei Nummer 5, der Unterschied zwischen Notwehr und Notstand. Auch hier geht es nur um den Überblick, weil Notstände gibt es ja verschiedene. Ja, verteidigenden Notstand, angreifenden Notstand, defensiven Notstand, entschuldigenden Notstand. Aber die Unterscheidung zur Notwehr in diesem Punkt ist immer dieselbe. Bei der Notwehr geht ein Angriff von einem Menschen aus. Notwehr nur gegen Angriffe von Menschen. Notwehr. Notstand, alle Arten von Notständen, droht immer eine Gefahr. Die Gefahr kann von einer Sache, einem Tier oder Zuständen, wie zum Beispiel Gewitter, Überschwemmung etc. hier herrühren. Aber das ist der Unterschied. Notwehr ist eine Verteidigungssituation gegen den Angriff eines Menschen. Notstand geht es immer darum, dass ich eine Maßnahme ergreife, um mich gegen die Gefahr einer Sache, eines Tieres oder eines Zustandes zu erwehren. Das ist die Unterscheidung. Kommen wir zur sechsten Unterscheidung. Offizialdelikte und Antragsdelikte. Die allermeisten Straftaten, die es in Deutschland gibt, sind sogenannte Offizialdelikte. Offizialdelikt bedeutet, die Staatsanwaltschaft, Polizei muss den Täter verfolgen. Sie muss gegen den Täter ermitteln. Bedeutet, auch wenn das Opfer das vielleicht gar nicht möchte, dass gegen den Täter ermittelt wird, das Opfer wird überhaupt nicht gefragt, sondern der Staat macht das von sich aus. Das ist der Job eines Staatsanwaltes, gegen Straftäter ermitteln. Der Unterschied dazu sind die Antragsdelikte. Bei einem Antragsdelikt ist es so, dass grundsätzlich das Opfer einen Strafantrag stellen muss. Muss also zum Staatsanwalt, zur Polizei gehen und sagen, ich möchte, dass der Täter verfolgt wird. Ich stelle einen Strafantrag. Haben wir auch schon Videos dazu gemacht, was denn diese Antragsdelikte sind, zum Beispiel Hausfriedensbruch oder die Beleidigung, Körperverletzung. Und da, wie gesagt, muss das Opfer grundsätzlich einen Strafantrag stellen. Da gibt es noch ein Hintertürchen, das sogenannte besondere öffentliche Interesse. Will ich jetzt hier gar nicht drauf eingehen. Uns geht es um die Unterscheidung dieser zwei Paragraphen. Und wie gesagt, der ist folgender. Offizialdelikt wird automatisch vom Staat verfolgt. Antragsdelikt grundsätzlich nur dann, wenn das Opfer einen Strafantrag stellt. Auch die siebte Unterscheidung kommt gerne in der Prüfung dran, nämlich die Unterscheidung verteidigender Notstand, angreifender Notstand. Beides aus dem BGB, 228 BGB, 904 BGB. Die Ausgangssituation ist in beiden Situationen dieselbe. Beim verteidigenden Notstand wird ein Mensch zum Beispiel von einer Sache oder einem Tier angegriffen. Also es geht jemand spazieren und er wird jetzt von einem Hund angegriffen. Und in dem Fall darf nach 228 BGB derjenige sich verteidigen gegen diese Gefahr, die von dem Tier ausgeht. Je nachdem, wie groß der Hund ist, je nachdem, ob er zum Beispiel jetzt einen Stock oder irgendwas in der Nähe hat, darf er sich hier verhältnismäßig gegen das Tier verteidigen. 228 BGB.
Beim 904 BGB angreifender Notstand ist die Ausgangssituation dieselbe. Das heißt, auch hier wird wieder ein Mensch, in meinem Beispiel von einem Tier, einem Hund zum Beispiel, angegriffen. Aber jetzt ist es so, dass ein Dritter, ein Unbeteiligter mit reingezogen wird. Und da gibt es in vielen Lehrbüchern das klassische Beispiel mit dem Zaun. Also der Verteidiger läuft auf der Straße, jetzt kommt der Hund, greift ihn an. Und weil er nichts zur Verteidigung hat, reißt jetzt der Verteidiger aus dem Zaun vom Nachbarn eine Latte raus. Mit der Latte verteidigt er sich gegen das Tier. So, und jetzt ist der Unterschied der, dass ein Dritter, ein Unbeteiligter mit reingezogen worden ist. Der Nachbar hat ja mit der Sache gar nichts zu tun, hat bloß jetzt einen Schaden an seinem Zaun. So, und hier muss der Zaunschaden natürlich erstmal von demjenigen, der sich verteidigt hat, ersetzt werden. Er kann sich danach wieder von dem Hundehalter holen. Ja, aber entscheidend ist auch hier, dass wir eine Verhältnismäßigkeit haben und da steht jetzt im Gesetz drin, er darf das nur dann machen, wenn das, was er schützen möchte, viel wertvoller ist als das, was er beschädigt. In diesem Fall passt es, weil sein Leben, seine Gesundheit natürlich viel wertvoller, viel wichtiger ist als die Zaunlatte. Das heißt, grüner Bereich, er darf das tun. Also Unterscheidung 228 904. Beim Verteidigen im Notstand haben wir nur zwei Beteiligte, der Hund und der Verteidiger. Und beim 904 ist eine dritte Person im Spiel, der Hund, der Verteidiger und in meinem Beispiel der Nachbar, ein Unbeteiligter, der jetzt einen Schaden hat, obwohl er mit der Sache gar nichts zu tun hat. Achte Unterscheidung, Eigentümer, Besitzer. Auch diese Begriffe werden sehr gerne verwechselt, auch diese Begriffe werden sehr gerne in der Prüfung abgefragt. Eigentümer einer Sache ist der, dem die Sache gehört. Das gekauft hat, geschenkt bekommen hat, geerbt hat. Fachbegriff, der Eigentümer hat die rechtliche Gewalt. Besitzer dagegen ist der, der die Sache gerade im Moment hat, der gerade im Moment den Zugriff auf die Sache hat. Also zum Beispiel dieser Stift hier, ich habe jetzt in der Hand, damit bin ich der Besitzer dieses Stiftes. Fachbegriff, der Besitzer hat die tatsächliche Gewalt. Also Eigentümer rechtliche Gewalt, Besitzer tatsächliche Gewalt. Besitzer und Eigentümer können dieselbe Person sein. Wenn jemand ein Haus kauft und er wohnt selbst drin, ist er Eigentümer und Besitzer. Eigentümer und Besitzer können aber auch zwei verschiedene Personen sein. Vermieter einer Wohnung, Mieter einer Wohnung, dann ist der Vermieter der Eigentümer und der Mieter ist der Besitzer der Wohnung. Neunte und letzte Unterscheidung, die in der Prüfung gerne mal eine Rolle spielt, dieses Mal aus dem Waffenrecht, und zwar die Begriffe Waffenbesitzkarte und Waffenschein. Auch die sollten bitte auseinandergehalten werden können, kann gerne mal abgefragt werden. Waffenbesitzkarte, wie der Name schon sagt, berechtigt mich, die Waffe zu besitzen. Das heißt, man darf dann eine scharfe Waffe, eine Schusswaffe bei sich zu Hause haben. Man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Alles natürlich können wir jetzt hier in dem Video nicht besprechen. Es geht um die Unterscheidung dieser zwei Begriffe. Aber wie gesagt, ich brauche hier bestimmte Voraussetzungen, dann bekomme ich diese Waffenbesitzkarte und darf die Waffe berechtigt erwerben und ich darf sie bei mir zu Hause haben. Ich darf aber, wenn ich nur eine Waffenbesitzkarte habe, nicht die Waffe führen, sprich auf der Straße damit rumladen, außer ich habe sie in einem verschlossenen Behältnis dabei. Der Waffenschein dagegen berechtigt mich dazu, die Waffe zu führen. Das heißt, ich darf dann mit einer geladenen Waffe auf der Straße rumlaufen, ja, hat natürlich sehr enge Einschränkungen. Ich muss eine Berechtigung, eine Erlaubnis dafür haben. Normalerweise ist die Erlaubnis dann eben dieser Waffenschein eingeschränkt, dass ich nur zu bestimmten Tätigkeiten die Waffen führen darf und so weiter. Und was auch gerne gefragt wird, was auch gerne verwechselt wird, wenn die Waffenbesitzkarte theoretisch lebenslang gilt, solange ich alle Voraussetzungen erfülle, ist der Waffenschein auf 3 Jahre beschränkt. Er kann dann 2-mal verlängert werden. Also 3 Jahre plus 3 Jahre plus 3 Jahre ist gleich 9 Jahre. Und nach 9 Jahren müsste ich ihn neu beantragen. So, das waren die 9 wichtigsten Unterscheidungen, die wir so in der Sachkundeprüfung gefunden haben. Hast du noch andere Unterscheidungen, die dir gefehlt haben bei diesem Video, dann schreib es uns hier in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, like das Video und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst oder deinen Freunden empfiehlst, dass die auch hier reinschauen können und sich auch entsprechend diese Sachen ansehen. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Video.